Hi. Auf YouTube findet man ja viele technische Anleitungen, aber was mir hier so ein bisschen zu kurz kommt, sind die Tipps zu inhaltlichen Themen und zu der Einstellung zur Fotografie im Allgemeinen. Und wenn man noch neu dabei ist, kann das ziemlich überwältigend wirken. Und man kann sich schnell in unwichtigen Details verlieren. Deshalb habe ich euch hier ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, über die ich mich als Anfänger sehr gefreut hätte und die mir die anfängliche Unsicherheit auch genommen hätten. Falls du meinen Kanal noch nicht kennst, hi, ich bin Sebastian, ich bin freiberuflicher Fotograf und Videoproducer und in meinen Videos spreche ich über das Leben in kreativen Jobs und die damit verbundenen Unsicherheiten. Ich freue mich immer über neue Kontakte und wenn du Interesse daran hast, lass doch ein Abo da. Natürlich erhebe ich mit diesem Video hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie soll ein YouTube-Video auch eine Ausbildung oder ein Studium ersetzen? Aber ich versuche, so viele Tipps wie möglich in diese Liste zu packen. Wenn ich wichtige Punkte vergessen habe, schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Vielleicht bekommen wir zusammen ja doch die perfekte Sammlung von Tipps hin. Der erste Fehler gefällt sich ein paar Leuten nicht, aber kümmere dich nicht so sehr um die Technik. Klar, die Grundprinzipien solltest du ungefähr drauf haben und du solltest auch eine Kamera haben, die dich nicht daran hindert, deine Art von Fotografie zu verfolgen. Aber verlieh dich nicht so sehr im Detail. Ich bin davon überzeugt, dass die Leute, die mit Halbwissen rausgehen, sich im Handwerk üben, am Ende viel schneller zu ihren Zielen kommen, als diejenigen, die sich mit Büchern einschließen und Jahrzehnte auf die perfekte Kamera warten, die niemals gebaut wird. Deshalb, geh raus, nutze die Kamera, die du gerade hast, mach Fehler, lern, wie du die Fehler nicht mehr machst und fang wieder von vorne an. Und konzentriere dich dabei nicht ausschließlich auf technische Fehler. Ich schaue mir selbst viel lieber eine technisch unperfekte Fotografie mit spannendem Inhalt an, als eine technisch perfekte Fotografie, die mir nichts sagt. Zweitens, kümmere dich nicht zu wenig um die Technik. Du sollst dir die Theorie zumindest so weit aneignen, dass du ungefähr weißt, was du benötigst und können musst, um das Foto so zu machen, wie es dir gefällt. Wenn du die absoluten Basics nicht verstehst, wirst du dir selber im Weg stehen. Häng dich nicht daran auf, dass dein ganzes Equipment perfekt sein muss und du musst auch nicht jede Berechnung drauf haben, aber lern so viel über Fotografie, wie du für deinen Zweck brauchst. Das kann sehr variieren. Beim Thema Blitzen zum Beispiel bin ich völlig aufgeschmissen. Also nicht einfach die teuerste Kamera kaufen und dann traurig sein, weil die Bilder im vollautomatischen Modus schlecht aussehen. Nummer 3. Schau dir nicht nur Sachen aus deinem eigenen Genre an. Du wirst niemals deinen eigenen Stil entwickeln, wenn du immer genau das kopierst, was andere schon machen. Für viele kann das auch frustrierend und demotivierend wirken, sich mit anderen Künstlern und Künstlerinnen im gleichen Genre zu vergleichen. Geh in Ausstellungen, schau dir Malerei an, lies Bücher oder geh einfach in die Natur. Überall findest du Inspiration. Irgendwann kommt man nämlich an den Punkt, an dem man hinterfragt, was die eigenen Arbeiten eigentlich ausmacht. Und da ist es hilfreich zu wissen, was einen selbst ausmacht. Viertens, und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, gerade in der Fotografen-Community. Vermeide Negativität. Kreative Jobs sind schon anstrengend und frustrierend genug. Deshalb lass das nicht an dich ran und versuche positiv an die Dinge zu gehen. Es bringt dir nichts im Forum oder in den Kommentaren, hier Leute fertig zu machen. Erinnere dich daran, dass du auch mal angefangen hast und freue dich auch über den Input von Leuten, die sich gerade erst frisch mit Fotografie beschäftigen. Ansonsten geh raus und fotografiere. Und zu guter Letzt, gib nicht all dein Geld für Technik aus. In den seltensten Fällen sind meine Bilder durch gekaufte Technik besser geworden. Im Gegenteil, du musst dir erstmal alle Eigenarten von neuen Kameras und so weiter aneignen. Und eventuell kann das kurzfristig sogar mal hinderlich sein, wenn du bei einem Job deine Kamera noch nicht in- und auswendig kennst. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meine eigenen Bilder meistens durch guten Input und durch eine positivere Herangehensweise, die mir zugegebenermaßen auch oft schwerfällt, besser geworden sind. So, ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video hier ermutigen, mit der Fotografie anzufangen, ohne dich direkt in Details zu verrennen. Lass dich nicht von der Vielfalt an neuer Technik oder dem rauen Ton von manchen Zeitgenossen abschrecken. Da stecken andere Gründe hinter, die mit Fotografie meistens nichts zu tun haben. Falls dir das Video hier gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Bis zum nächsten Mal.